Es gibt immer größere Verwerfungen, Bankenpleiten von Investmenthäusern, Rezession, Deflation und muss die besten Tage erleben. Das ist sogar plus 34,22. Und da kann man dann auch mal sehen, wie wichtig so Rebalancing-Prozesse sind. Wir haben dort eine unglaubliche Erfolgsstory gesehen. Wir reden hier von einer Rendite von plus 4.871%. Ja, wir befinden uns in einem Geldanlagedilemma. Die Frage ist, kracht es? Ja, die Schuldenpolitik, die Geldpolitik der Notenbanken macht sich immer deutlicher bemerkbar. Es gibt immer größere Verwerfungen. Und die Frage, die sich ganz einfach stellt, ist, ja, unsere Quartalsergebnisse, Quartal 3 2021, habe ich für meine Mandanten natürlich mitgebracht und für dich hier auch im öffentlichen Kanal, also losgelöst von unserem Newsletter-Verteiler, mal die Ergebnisse, 8 Tipps, vielleicht auch kleine, 8 Strategien, wie man sein Geld heute noch sicher und gewinnbringend anlegen kann und vor allem, wie man diesem Wahnsinn, dieser Geldflut ein Stück weit entgegenwirken kann, wie es die Reichen machen. Und das versuchen wir mit unseren Strategien, oder wir bilden es definitiv ab und das sehr erfolgreich seit weit über 20 Jahren. Also wenn das Thema sichere und gewinnbringende Geldanlage dein Thema ist, dann schau dir das Video unbedingt bis zum Ende an. Bis gleich, nach dem kleinen Intro geht's los. Dein Marco Reus. Gut, an der Stelle sei zunächst angemerkt, dass es natürlich immer wichtiger wird, also jeden Einzelnen da draußen, der ein Vermögen hat, über das Thema Geldanlage zu informieren und die vor allem über die Verwerfungen, die sich ergeben durch die Geldpolitik der Notenbanken, dass man also da wirklich jedem irgendwo versucht zu helfen, ein Stück weit Sicherheit in seine Vermögensanlagen zu bringen, denn Geldwerte sind es definitiv nicht mehr. Darüber berichten wir hier seit ganz langer Zeit auf diesem Kanal. Also wenn das Thema sichere und gewinnbringende Geldanlage dein Thema ist, dann, wie gesagt, und du hier kein weiteres Video verpassen willst, dann, wie gesagt, auch vielleicht ein Abo dalassen, wenn es dir gefällt, Daumen nach oben, die Glocke aktivieren, damit du kein weiteres Video verpasst. Wie gesagt, wir sind seit über 23 Jahren hier jetzt am Start, was Vermögensverwaltung betrifft. Ich selbst seit Mitte der 1990er Jahre, also schon 25, 26 Jahre mit meinem eigenen Geld. Und ich habe natürlich auch ganz viel Erfahrung in dem Bereich mit meinem eigenen Geld, vor allem auch Dinge erlebt, vor denen sich der Anleger heute natürlich ein Stück weit fürchtet, von Bankenpleiten, vielleicht Bankenpleiten von Investmenthäusern, von Handelsstopp an den Börsen, 11. September 2001, US-Börse und so weiter. Also all diese Dinge. Und man muss das mal einordnen, was da jetzt gerade eben läuft. Und wie gesagt, da möchte ich einfach jetzt mal nur, wie gesagt, da reicht natürlich die Zeit hier nicht, um da eine komplette Geldanlageberatung draus zu machen. Aber es geht ganz einfach darum, wie kann man strategisch sich aufstellen, wie kann man vor allem auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die seit weit über 100 Jahren Gültigkeit haben, also die Nobelpreisträger uns immer wieder zum Besten geben, wie man sein Geld wirklich auch anlegen muss, ja, wie es die Hochfinanz, die Finanzelite seit Hunderten von Jahren macht und dort immer reicher und reicher wird. Und das ist natürlich das, worauf wir schauen wollen, wie wir das als Anleger auch umsetzen können in unseren Portfolien. Und wenn dich das jetzt mal losgelöst von diesen Ergebnissen noch mehr interessiert, dann auch hier nochmal das Video anschauen, Halbzeit 2021, da bin ich noch ein bisschen näher auf die einzelnen Strategien eingegangen, kannst dir in Ruhe nochmal anschauen, wir verlinken es unten in der Videobeschreibung auch nochmal. Also wichtig ist ganz einfach, kurz-, mittel-, langfristig investiert zu sein, das ist mal wichtig, also kurzfristige Investments zu besitzen, die man zur Liquiditätssicherung nimmt, da habe ich also auch ein wunderbares Beispiel dafür, das ist unsere Investmentstrategie 20, die von Januar bis September 21 plus 4,06% erzielen konnte, während andere, die ihr Geld auf dem Konto hatten, dort Minuszinsen zahlen. Von September 20 bis September 21 plus 7,54%. Also das ist was für den kurz-mittelfristigen Bereich. Dann die 40er-Strategie, die wir haben, die hat plus 8,89%. Das ist dann schon wie jemanden, der ein bisschen ein dynamischeres Portfolio haben möchte. Also Sondervermögen natürlich haftet nicht für die Schulden von irgendeiner Bank oder sonst wem. Und im Zeitfenster von September 20 bis 21 plus 16,01. So, jetzt kommen wir dann schon gemäß der 3-Speichen-Regel auch im Bereich der Aktien
in den Bereich der etwas längerfristigen Anlagen natürlich gekoppelt. Und das ist das, was ich an der Stelle nochmal erwähnen möchte. Wir versuchen immer, die kompletten Konjunkturverläufe abzubilden und die vier möglichen Szenarien darin. Also Aufschwung, Hochkonjunktur, Abschwung, die vier möglichen Szenarien darin, also die gute Börsenphase, Aktien gegen Rezession, Deflation. Also da muss ich handlungsfähig sein, wenn die Sachwerte wegbrechen, zum günstigen antizyklischen Nachkauf. Und das muss automatisiert sein, das muss Regeln geben. Wie gesagt, die sind in unseren Strategien fest verankert. Das ist wichtig. Und am Schluss natürlich auch vielleicht die Stagflation, die Inflation abzubilden. Da haben wir die Strategien dazu und da rede ich gleich weiter. Jetzt an der Stelle, wie gesagt, ab dem 60er sind wir dann so in dem Bereich der Aktien, die gepaart sind. Deswegen auch 60% Aktienquote, 80% Aktienquote gegen die Deflation und gegen die Rezession. Dass ich also da nachkaufen kann mit der Quote, das ist ganz wichtig. Es ist ein automatisierter Prozess, führt jetzt hier zu weit. Es geht ums antizyklische Nachkaufen. Das ist fundamental wichtig und das ist natürlich der Turbo bei jeder Vermögensanlage mit gepaart mit dem Thema, dass man die besten Tage an der Börse eben nicht verpassen sollte. Deswegen, wie gesagt, in dem anderen Video nochmal genauer erklärt, das ist wissenschaftlich bewiesen, man muss die besten Tage erleben. Die kann ich nur erleben, wenn ich dort bin mit einer bestimmten Aktienquote, aber dann auch nachkaufen kann, wenn eben die Rücksetzer kommen oder oben auch mal den Rahmen abschöpfe, wenn ich dann letztendlich in der Gewinnphase bin. Also das 60er-Portfolio hat von Januar bis September 21 plus 13,68 gemacht und in der Zeit von September 20 bis September 21 plus 24,90. Unsere ganz langfristige Aktienstrategie, also die läuft natürlich auch sehr, sehr gut, seit Jahren schon. Also wir sind ja dort mit den Strategien teilweise im zweistelligen Bereich, also die per Anno-Rendite. Aber wir gucken uns jetzt natürlich immer wieder nur die Quartale an, das ist wichtig. Also das ist natürlich dann auch zu einem individuellen Konzept zusammenzubauen. Mit der 80er-Strategie haben wir plus 18,55 im laufenden Jahr von Januar bis September und von September 20 bis September 21 sogar plus 34,22. So, also das sind jetzt mal so die Strategien für den, ich sage jetzt mal, Aufschwung für die Hochkonjunkturphase gepaart mit der Rezession und der Deflation, sodass ich dann immer handlungsfähig bin und dann auch nachkaufen kann, wenn die Märkte mal wegbrechen, antizyklisch den Turbo zünde, um dann schnell wieder in der Gewinnphase zu sein. Was wir so als Zwischenlösung in dem Segment noch im Portfolio haben, das ist unser MR200. Das ist die Strategie, an der sich die Mandanten, die sie im letzten Jahr besessen haben, natürlich besonders gerne erinnern. Denn als dieser große Rücksetzer durch Corona war, haben wir natürlich hier den Deckel drauf. Das ist eine 200-Tage-Linie-Strategie, die den Deckel nach unten drauf macht. Und wir konnten das dann natürlich nutzen, um Umschichtungen vorzunehmen, um, wie gesagt, antizyklisch dann bei minus 30, minus 40% im Markt nochmal günstig nachzukaufen, weil hier natürlich dann kaum Verluste entstanden sind. Das war also eine tolle Sache. Wie gesagt, von Januar bis September 21 trotzdem plus 15,40% und von September bis September 21 plus 22,87%. Das sieht man also hier den Unterschied für die, die es haben, dass wir hier natürlich 12% laufenden Unterschied haben. Das liegt natürlich daran, weil die 200-Tage-Linie dann doch sehr träge ist. Das heißt, im November 20 sind wir hier erst wieder voll investiert gewesen mit unserer Aktienquote. Deswegen natürlich hier waren wir immer drin, natürlich besseres Ergebnis. Aber zur Absicherung, wenn jemand jetzt der aktuellen Meinung ist, dass die Märkte doch hoch sind und man braucht da irgendwo eine Sicherheit, dann ist die Beimischung von dem MR200 auf jeden Fall eine gute Sache. Langfristig würde es hier immer besser laufen, weil man die besten Tage nicht verpassen soll. Das heißt, ich muss investiert bleiben und bestmöglich nachkaufen können, wenn es zu den Rücksetzern kommt. Ausgelöst durch eine Rezession, ausgelöst durch eine Deflation, durch einen Börsencrash eben, dass ich dann im Portfolio Positionen habe zum günstigen Nachkauf. So, und dann kommen wir natürlich auch vom Aufschwungbereich von der Hochkonjunktur in die Abschwungphase. Die Abschwungphase ist dann natürlich ein Stück weit von Branchen begleitet, die im Bereich der Versorger, Essen und Trinken, Pharma, dann auch Rohstoffproduzenten, Gold, Silber und so weiter dann am Ende getragen werden. Dann auch sind natürlich Dividendenpapiere wunderbar wichtig, wie gesagt auch. Und die Rohstoffe eben, die ich erwähnt habe, Kupfer, Zink haben wir mit im Portfolio. Wir haben Lithium mit dabei,
Und wir haben vor allem auch Öl nochmal mit beigemischt in diesem Portfolio. Und es zeigt natürlich auch mit einer hohen Goldbeteiligung hier, mit Goldminen, ausgesuchten Goldminen, mit einer Beteiligungsgröße von über 40% oder 40% Goldminen, obwohl der Goldpreis nicht funktioniert hat, ist das Portfolio also von 2020 im August bis jetzt, also von damals 2070 Dollar, jetzt irgendwo steht der Goldpreis bei 1750, 1760 Dollar. Obwohl es nicht funktioniert hat, ist das Portfolio von Januar bis September trotzdem sehr gut im Plus mit plus 6,14%. Und da kann man dann auch mal sehen, wie wichtig so Rebalancing-Prozesse sind, das Nachkaufen der einzelnen Assets, die nicht miteinander oder die negativ miteinander korrelieren. Goldpreis ist jetzt billig, ist natürlich interessant nachzukaufen. Die Notenbanken Ungarns, Brasiliens, Polens machen es vor. Also sind über 200 Tonnen frisches Gold wieder in die Tresore eingewandert. Wie gesagt, es ist wichtig, physisch investiert zu sein und natürlich dann für die Profis. Sind natürlich Minenwerte der Hebel auf den Goldpreis. Also ganz wichtig, auch dieser Abschwung ist hier mitgetragen. Inflationäre Entwicklungen kann man dann hier auffangen. Wie gesagt, auch Stagflation haben wir in den 70er Jahren erlebt, also Stagnation der Wirtschaft plus hohe Inflation. Damals ist der Goldpreis durch die Decke gegangen. Geht es diesmal auch? Fragezeichen. Er ist manipuliert, das wissen wir alle. Wir setzen drauf. Also wir haben hier eine große Goldposition dabei in unserem Nachhaltigkeitsdepot. Das Chancendepot ist dann die Abbildung der Megatrends. Ja, da gehört auch dazu Wasserstoff, Brennstoffzelle, Robotik, Big Data, Blockchain-Technologie, erneuerbare Energien und mit 35% auch nochmal Silber und Gold als Edelmetalle beigemischt, als Gegenhedge. Und hier sehen Sie auch, dass wir im laufenden Jahr mit plus 1,86% im Plus und von September bis September hier jetzt mit plus 15,12. Also für alle Mandanten, die im Besitz dieser Portfolien sind, das sind mal so die Quartalsergebnisse. Für alle anderen sollen das mal 8 Tipps darstellen, wie man sein Vermögen heute sicher und gewinnbringend anlegen kann, also in Sondervermögen losgelöst von der Haftung irgendwelcher Bankenproblematiken. Und wer dazu mehr wissen will, wie gesagt, hier auf dem Kanal gibt es ganz viele Informationen schon zum Thema Sondervermögen. Und wenn Sie Lust haben und mehr darüber wissen wollen, dann natürlich ein kostenloses Kennenlerngespräch mal buchen. Wie gesagt, ich gehe jetzt auch nicht auf die Per-Anno-Rendite seit Auflage ein. Also wie gesagt, wir sind dort teilweise im zweistelligen Prozentbereich per Anno seit Auflage dieser Strategien. Und wir haben die natürlich automatisiert, um die Regeln zu befolgen. Also jeweils, wie betrete ich den Markt, wie will ich mich verhalten, wenn ich dort bin und wie gehe ich wieder. Das ist also ganz wichtig. Und aus diesen Strategien kann man dann als Mandant individuell, können wir Ihnen dann da ein Portfolio bauen, das Nachhaltigkeit hat, das nachhaltig funktioniert und für alle Eventualitäten gewappnet ist. Man kann dann auch noch was machen mit anderen Standorten. Man kann die politische Streuung noch mit einbauen. Also außerhalb der Eurozone können wir was machen. Und wie gesagt, bei dieser Mischung aus diesen Strukturen hier, wie wir sie für unsere Kunden anbieten, haben sie eine Beteiligungsgröße von zwischen 12.000 und 15.000 Unternehmen weltweit. Also mehr Risikostreuung geht nicht. Das ist das Thema Börse. Das soll es also jetzt mal, was die 7 Tipps der Börse betrifft, gewesen sein. Also einfach nur mal, dass man die Ergebnisse sieht und vielleicht kann der ein oder andere was rausziehen, wie er sich da positionieren kann. Wie gesagt, wenn Sie immer wieder dranbleiben, die Quartalsberichte sehen, das letzte Video Halbzeit anschauen, dann wissen Sie ein bisschen mehr darüber, wie wir da strategisch vorgehen. Und eine Besonderheit habe ich mitgebracht, da bin ich besonders stolz drauf. Unsere außerbörsliche Unternehmensbeteiligung, da haben wir also in den letzten Wochen in Videos auch häufig darüber berichtet. Wir hatten kürzlich ein Webinar darüber. Es handelt sich um die MIG-Fonds. Der MIG-9, das ist also das Produkt, das wir als Beimischung, als kleinen Satellit zu den Basic Investments unseren Kunden bereits im Jahr 2011 empfohlen hatten. Wir hatten jetzt eine große Exit-Serie, also große Verkäufe außerbörslich, bedeutet ja, ich investiere außerbörslich in Venture Capital Investments. Und wir haben dort eine unglaubliche Erfolgsstory gesehen. Also das Investment der MIG-Fonds an diesem Unternehmen, von dem hier die Rede ist, waren 7,01 Millionen, war die Zeichnungsgröße, Beteiligungsgröße und die Veräußerung, der Veräußerungserlös im Gesamten lag jetzt bei 348,5 Millionen Euro. Das heißt, also die Einlage im Fonds wurde ver 49,77-fach. Das heißt, wir reden hier von einer Rendite von plus
4.871%. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Das ist die Investments oder es ist das Investment der Finanzelite, der Superreichen nach dem Motto die Höhle der Löwen, wenn Sie die Sendung kennen. Das Schöne daran ist, also wie gesagt, es ist eine Beimischung. Ich sage jetzt mal so ein Musteranleger. Ich muss es nochmal ablesen, dass ich es nicht durcheinander bringe. Also ein Musteranleger, wie gesagt, hat bei 10.000 Euro Zeichnungssumme 48.117 Euro Ausschüttung erhalten bei seinem Investment, also von 2011 bis 2021 jetzt 48.000 Euro Ausschüttung bei 10.000 Anlage, aber er ist weiterhin noch an 4 aussichtsreichen Unternehmen beteiligt, also das ist ein Fondskonstrukt im Venture Capital Unternehmen aus den Bereichen rote, weiße, Biotechnologie, Cleantech, IT, Robotik, Big Data, das ganze Thema. Also alle Megatrends werden dort irgendwo mit abgebildet, um auch einen unterschiedlichen Reifegrad zu haben. Diese Erfolgsgeschichte ist gigantisch und an der Stelle sei angemerkt, wie gesagt, es ist lediglich eine Beimischung. Aktuell gibt es das Produkt MIG 16 zu zeichnen. Also als Beimischung außerbörslich, vollkommen korrelationslos mit der Weltpolitik, weil das privates Investment ist, privat von superreichen Co-Investoren begleitet. Es ist eine tolle Sache. Kann ich also auch nur jedem empfehlen, sich darüber mal Gedanken zu machen. Ist natürlich ein langfristiges Investment, hat natürlich gewisse Risiken, muss man wissen, deswegen nur eine bestimmte Beimischungsgröße. Also das soll es jetzt mal hier mit den nackten Ergebnissen gewesen sein, mit ein paar Tipps hoffentlich, wie man durch diese Zeit hindurchkommt. Also ich möchte es kurz zusammenfassen. Also wichtig ist, in Sondervermögen investieren. Also auch im kurz- und mittelfristigen Bereich kann man da schon was machen, um letztendlich diese Bankenthematik auszuklammern, dass man dort Strafzinsen zahlt. Also 3 Kontenmodelle, kurz, mittel, lang. Die Regel, wie betrete ich den Markt, wie will ich mich verhalten, wenn ich dort bin und vor allem, wie verlasse ich den jeweiligen Markt wieder. Das haben wir hier komplett in Regeln gepackt, um die Emotionen niedrig zu halten und vor allem antizyklisches Handeln zu ermöglichen, was der Turbo eines jeden Investments darstellt, wenn die Märkte wegbrechen oder irgendwas wegbricht und ich kann günstig nachziehen. Wir haben überall die Möglichkeiten geschaffen, in den einzelnen Segmenten, Aufschwung, Hochkonjunktur, Abschwung. Wir haben die 4 Szenarien abgebildet, also von der gut laufenden Börse über die Deflation, über eine Rezession, wo wir handlungsfähig bleiben, zum Nachkaufen. Wir haben die Inflation abgebildet und auch eine Stagflation wäre im Endeffekt mit abgebildet. Und so bleibt man immer flexibel und kann sich dort eine langfristige, sichere Geldanlage aufbauen. Also das soll es mal bis hierhin gewesen sein. Wenn das Video dir irgendwas gebracht hat und du dich dort im Endeffekt weiterhin an unseren Informationen beteiligen möchtest, dann wie gesagt einfach einen Daumen nach oben da lassen, würde ich mich sehr freuen, vor allem das natürlich auch abonnieren und wenn es das volle Programm sein soll, die Glocke aktivieren, damit kein weiteres Video verpasst wird und unter www.zuvielbezahlt.de im Newsletter eintragen, dann gibt es das volle Programm, das soll es gewesen sein mit den 8 Tipps für deine Geldanlage. Bis zum nächsten Video, dein Marco Reus.